Wenn du gerade dabei bist, deinen Businessplan zu schreiben und möchtest den abgeben, bei der Bank, beim Arbeitsamt, Jobcenter oder bei Investoren, nun, dann achten alle zunächst erstmal auf die Vollständigkeit. Also hast du an alle Informationen, an alle Anlagen gedacht. Und dafür werde ich dir heute die entsprechende Checkliste vorstellen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, für Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr kommen zu uns auf der einen Seite Menschen, die sagen, hey, wir wollen einen Businessplan, einen Antrag stellen beim Arbeitsamt, beim Jobcenter oder bei Banken. Und auf der anderen Seite kommen aber Menschen zu uns, die haben diesen Antrag schon gestellt und eine Ablehnung bekommen. Und einer der Hauptgründe für die Ablehnung ist, dass die Checkliste nicht beachtet worden ist, dass der Anhang nicht vollständig war. Und deshalb werde ich heute dir eine Checkliste an die Hand geben, die du abarbeiten kannst, damit du keine Zeit verlierst, damit du keine Ablehnung, sondern eine Bewilligung bekommst. Nun, das Erste, was in den Anhang gehört, was du dir auf die Checkliste schreiben solltest, sind die Kompetenznachweise. Denn 50% der Bewertung, ob ein Förderantrag bewilligt wird, ob du Geld bekommst oder die Zuschüsse beim Arbeitsamt oder Jobcenter bekommst, 50% ist deine Kompetenz. Also hast du alles an Fähigkeiten, an Know-how, an Erfahrung, was du brauchst, um dein Schiff, deine Unternehmung erfolgreich zu starten und in den Zielhafen zu führen. Der erste wichtige Punkt, der zu den Kompetenzen gehört, ist dein Lebenslauf. Nun, du bewirbst dich zwar nirgendwo, aber du weißt nach, was du in der Vergangenheit alles gelernt, geleistet hast. Wie lange hast du geführt? In welchen Branchen warst du unterwegs? Welche fachlichen und Branchenerfahrungen konntest du dort sammeln? All das wird nachgewiesen durch deinen Lebenslauf. Das Ganze wird unterstützt durch deine Zeugnisse. Bitte nicht deine Abiturzeugnisse, sondern die, die relevant sind. Das heißt, die fachlichen Abschlüsse, die du gemacht hast oder die Dienstzeugnisse, die du bekommen hast von deinem Arbeitgeber. Und das Ganze wird unterstützt durch Aus- und Fortbildung, sprich durch Zertifikate. Wenn du hast, auch noch das Curriculum dazu, dass ersichtlich wird, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen, welches Know-how du erworben hast und ob das auch geprüft worden ist. Nun, und zu guter Letzt machen sonstige Referenzen noch einen guten Sinn, um deine Reputation darzustellen, denn hierbei geht es um dein symbolisches Kapital, dass du also in der Vergangenheit gezeigt hast, dass du fähig bist, in der Zukunft das Projekt, das Vorhaben, wofür du Geld haben willst, auch zu führen. Was auch in den Anhang reingehört deines Businessplans, das sind die Zahlen. Ich rede nicht hier von den Anfangsinvestitionen oder Gründungskosten oder deinen betrieblichen oder privaten Fixkosten. Hier kommen vor allen Dingen die Jahrestabellen rein, also die 36 Monate Umsatzplan, die 36 Monate Gewinn- und Verlustrechnung, die 36 Monate Liquiditätsplanung. Wir sprechen hier von insgesamt 9 Tabellen. Als nächster Punkt kommen in den Anhang auch sämtliche Verträge. Nun, damit ist jetzt nicht nur der Vertrag zwischen dir und deinem Kunden gemeint oder zwischen dir und potenziellen Mitarbeiter, sondern es kann auch sein, dass du eine Gesellschaft beispielsweise gründen willst. Nun, da gibt es auf der einen Seite den Gesellschaftervertrag, die Satzung, auf der anderen Seite gibt es aber dann auch einen Geschäftsführervertrag. Zugehörig natürlich auch die entsprechenden Dokumente für Beteiligung. Wenn du einen Standort haben willst, nun, dann sollte hier schon der Mietvertrag als Entwurf noch nicht unterschrieben vorhanden sein. Und brauchst du weitere Verträge oder AGB, die relevant sind für dein Geschäftsmodell, dann kommt das alles hier in den Anhang. Die Banker wollen es sehen, aber auch alle anderen Sachbearbeiter für Fördermittel. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Darstellung deiner Produkte, deiner Dienstleistung. Also wenn du Fotos beispielsweise hast von Gerichten oder wenn du Fotos davon hast von deinem Standort oder wie die Innenausstattung aussehen sollte, vielleicht sogar mit einem kleinen Grundriss oder wenn du Maps dort einfügst, wo klar ist, wo der Standort liegt und wie es von außen aussieht. All das inklusive Preisliste kann helfen, deinem Leser einen besseren Eindruck zu bekommen von dem, was du verkaufen willst oder an Dienstleistungen anbieten willst. Weiter kann auch im Anhang es hilfreich sein, wenn du die Listen alle ranhängst. Und zwar die Longlist, die Shortlist und vielleicht die Liste der Stammkunden. Nun, was bedeutet das? Wenn du beispielsweise eine große Menge von Leads, von potenziellen Interessenten hast, die auf dem Weg zum Kunde schon sind oder sein können und wo du auch die Erlaubnis hast, mit denen in Kontakt treten zu dürfen nach der Datenschutzgrundverordnung, nun, dann ist es deine Longlist. Und wenn du die schon qualifiziert hast, also die schon vom Abschluss stehen oder vielleicht im Vertrag schon vorbehaltlich der Bewilligung deiner Fördermittel schon zugesagt haben, dann hast du hier die Shortlist, also die kurz davor oder schon Kunde sind. Und wenn du schon über zufriedene Stammkunden verfügst, die auch Folgeaufträge möglicherweise stellen könnten, dann packst du diese Liste alle auch in den Anhang.
Achte nun selbst darauf, dass du die Erlaubnis hast, auch Daten zu veröffentlichen. Aber klar ist natürlich, wenn das alles anonym ist, wirkt es weniger, als wenn du konkrete Daten und Firmen und Ansprechpartner und vielleicht schon ein Umsatzvolumen hast oder vielleicht schon ein gezeichnetes Auftragsbuch hast. Als sechsten Punkt kannst du in den Anhang zu deinem Businessplan natürlich auch die Marketingvorbereitung legen, also ob dein Logo oder dein Design schon fertig ist. Aber natürlich macht eine Pressemappe noch viel mehr Eindruck. Ich hatte eine Kundin, die hatte schon Kontakt aufgenommen zu Fernsehsendern, zu regionalen Pressen, zu überregionalen Medien. Und dann hatte sie hier eine kleine Pressemappe im Anhang fertig, wo komplette Videobeiträge waren aus dem regionalen Fernsehen, wo Fachzeitschriften, Fachartikel waren und aus der Tageszeitung entsprechende Artikel beigelegt worden sind. Damit zeigst du dem Leser nicht nur, dass du schon eine Reichweite hast, sondern dass du unternehmerisch auch schon tätig und denkend tätig bist und dass du weißt, wie man Reichweiten aufbaut und dass es eine positive Resonanz im Markt gibt. All das fügst du hier auch in den Anhang zusammen, am besten als kleine Pressemappe. In den Anhang, da kommt auch die Gewerbeanmeldung, die steuerliche Anmeldung und sonstige Zulassungs- und Anmeldevoraussetzungen, wie zum Beispiel deine Schankerlaubnis. Auch Versicherungen, die nachgewiesen werden müssen, kommen in den Anhang, genauso wie die Bescheinigung vom Finanzamt. Die sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung, dass du keine Steuerschulden hast. Wenn du schon ein bestehendes Unternehmen hast, dann wird das Ganze noch abgerundet durch Unbedenklichkeitserklärung von den Krankenkassen und von den Berufsgenossenschaften. Damit die Bank aber auch weiß oder die Fördermittelinstitute, wofür du das Geld brauchst, gerade bei Sachmitteln, die angeschafft werden sollen, nun, da macht es Sinn, Angebote noch beizulegen. 2 oder 3 Angebote, wo der Nettobetrag ist. Denn wenn du das Geld schließlich bewilligt bekommen hast, dann ist deine Aufgabe, nach dem Ende des Vorhabenszeitraums nachzuweisen, dass du auch die Gelder genau für diese beantragten Gegenstände, Investitionsgüter auch verwendet hast. Und deshalb sollte die Rechnung in der Zukunft mit dem Angebot beim Antrag übereinstimmen. Wenn du nur noch Fragen hast, die deinen Businessplan betreffen oder den Finanzplan oder die Checkliste anhang, dann kannst du nun gerne den Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch benutzen. Wir helfen dir gerne weiter und unsere Beratung wird auch gefördert bis zu 100%. Ansonsten lade ich dich ein, gerne unseren Kanal zu abonnieren oder uns weiterzuempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.